bester Freund, ich habe ein Geschenk für dich. Eine ganze Kiste voll Billardkreide. Hä? Damit können wir die Spitzen von allem blau machen. Nelson, ich habe gerade nachgedacht, von wegen beste Freunde und so. Wow, das habe ich auch. Wir haben ja so viel gemeinsam. Hör zu, ich habe keine Zeit für neue Freunde. Ich habe brutal viel zu tun. Ich muss einen fetten Aufsatz über den Nil schreiben. Mit Gliederung, Sekundärliteratur, Seitenzahlen, das ist echt krass. Geht's noch? Deinetwegen habe ich jetzt Wasser auf der Wange. Bart ist jetzt mein bester Freund und das bedeutet, ab jetzt darf ihn niemand mehr schikanieren. Okay, okay. Ich hab vergessen, wie cool Bart ist. Ja, er ist klasse. Super Typ, super. Stimmt, ich kenne ihn schon seit Jahren. Dann habe ich ihn auf einer Party getroffen und da hat's richtig gefunkt. Genau, und jetzt sind wir beste Freunde. Wie wär's, wenn ihr euch verzieht und jemanden schikaniert, der kleiner und schwächer ist? Gute Idee. Gehen wir in die Sunshine-Vorschule und verkloppen ein paar Kleinkinder. Ja, wir schnappen sie uns beim Mittagsschlaf. Homie? Hm? Wenn du Lisa ins Bett gebracht hast, können wir da weitermachen, wo wir neulich unterbrochen wurden. Juhu, Sex in der Ehe. Okay, zugedeckt, ein Glas Wasser, Nachtlicht an, keine Monster, keine Macht in Drogen, hab dich lieb, gute Nacht. Dad, kannst du mir nicht noch ein bisschen was vorlesen? Aber deine Mutter riecht nach Kokosnuss. Na schön, Liebling, was für ein Buch soll ich lesen? Angelica Button und das Rollbett des Drachenkönigs. Das ist das 9. Buch der Angelica Button-Serie. Ach ja, das sind die Fantasy-Bücher, die auch Erwachsene mögen. Gescheiterte, einsame Erwachsene. Kapitel 1, der rubinrote Stein im Portal. Schläfst du schon? Nein! Oh. Angelica erbebte, als sie den strengen, durchdringenden und doch weisen Blick von Rektor Greystash erwiderte. Angelica Button, du bist nur ein Erdenkind. Was hast du mit dem Merlinischen Konzil zu schaffen? Ich möchte euch warnen. Der Nettigkeitsminister Lord Böserich ist nicht das, was er vorgibt zu sein. Absurd ist das. Törichtes Erdenkind. Schickt sie in die Leidensminen am Fegefeuerberg. Nein! Ah, Lisa, wach auf. Die bringen Angelica zum Fegefeuerberg. Oh, Dad, ich bin müde. Wir lesen morgen weiter. Morgen? Aber sie ist jetzt in Schwierigkeiten. Dann lese ich ohne dich weiter. Nein, wir müssen es zusammen weiterlesen. Aber selbstverständlich, wie du willst, Liebling. Gutes Nächtchen. Ich komme gern hier rauf und mache mich über den Sonnenuntergang lustig. Hey, Feuerball, du bist Kacke! Hast du dir schon mal gewünscht, nicht so gemeint zu sein? Manchmal. Aber darauf habe ich keinen Einfluss. Ich bin so. Ich meine, ein Hai kann nicht aufhören zu schwimmen, sonst explodiert er. Mann, ich wusste nicht, dass du so tiefsinnig bist. Hier, das ist für dich. Eine Nelson-Weste! Die Ärmel wurden von wilden Hunden abgerissen. Von da an veränderte sich...